Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und heute mit Familie Grusel, nämlich den Alexander Grusel und seine Frau Rabea, die ihr beide hier gerade im Bettchen seht, mit, ja, die haben immer noch solch eine Wäsche, fällt mir gerade auf, naja gut, und den Kindern Gerd und Gregor. Die beiden hier sind bereits Senioren, ich muss mal ganz kurz bei Gerd gucken, genau, Gerd wird heute älter. Und was für mich gerade noch wichtig ist, ich muss mir das mal rausschreiben mit, wartet mal, ich muss mir das rausschreiben. Gerd hat mit Stefanie, da hat gerade jemand draußen was geklaut. Stefanie, Steffen und mit Sophie Sims, das schreibe ich mir nämlich immer auf, 3 Blitze. Ja, mal gucken, ob er auf die beiden wartet oder so, ich weiß es echt noch nicht. Nun gut, gucken wir mal. Und unser Gregor braucht noch 4 Tage bis dahin. Was ist denn das? Was macht die denn? Klaut die uns was? Ich glaube schon, ne? Naja, gut. Gregor hat auf jeden Fall, Moment, nach meiner Liste momentan 9 Dates gehabt. Der will ja unbedingt 50 erste Dates haben. Und da müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen gucken. Wir machen halt noch ein paar Blind Dates vielleicht. Ich weiß es nicht. Er hat aber nur 2 Blitzer. Krass. 2 Blitzer. Das eine, was ich machen könnte. Jetzt bin ich gerade echt am Überlegen. Stefanie Sims? Stefanie Steffen? Nee, die hat 2 ältere Brüder. Und Sabina ist noch nicht alt genug. Aber Sophie, da könnten wir die mal einladen. Derjenige, du kennst sie. Ja, okay. Wir müssen sowieso Party nachher machen. So, du musst auf jeden Fall heute, hoffe ich mal, kommst mit einer Beförderung nach Hause. Das wäre voll cool. Das wäre voll cool, weil ich glaube, das müsste dann das Letzte sein. Dann kannst du mal gerade noch mal ein bisschen Schach spielen gehen. Was waren das da oben? Ah, okay. Ich dachte gerade. Du gehst dann erstmal das hier benutzen. Dann kannst du umziehen. Alltagskleider. Er ist jetzt endlich ein verrückter Wissenschaftler in Pension, weil er das alles geschafft hat. Das finde ich auch ganz große Klasse. Oh, nee. Anna Steffen kennst du nur in Form von 3 Blitzer. Aber du kannst trotzdem mal irgendwie telefonieren. Bin ich gerade mal am Überlegen. Oh, die Sonja können wir doch mal. Wobei ich es nicht weiß, ob das funktioniert. Aber ich probiere es einfach mal. So, okay. Sonja, nee, wo ist sie denn? Sonja, Haushalt einladen. Und dann bring doch mal bei dir die Olive mit. Genau. Die andere nicht. Das fände ich nämlich cool. Dann lernen meine Leute die auch kennen. Ich komme auf jeden Fall, aber ob der Rest meiner Familie kommt, weiß ich nicht. So, Celeste ist noch da. Ach Gott, die habe ich total vergessen. Unsere liebe Celeste, die natürlich auch ein bisschen, was macht sie? Postboten begrüßen. Ah, wir haben Post bekommen, gell? Oh, Sonja ist wirklich alleine gekommen. Schade. Na, bleib doch mal stehen. Begrüßen. Achso, begrüßen. Küsschen, Schätzchen. Dann einmal die Post holen. Grüßen. Was haben wir drin? Die Rechnung aus. Die begleichen wir. Oh Gott, wie süß. Begleiche es direkt mal. Und dann mit Celeste loben für Tierfutter fressen. Und wir bringen ihr noch Pfötchen geben bei. So, du bist noch am gucken. Ja, gleich. Fahrgemeinschaft. Ach Gott, Gerd muss noch. Das ist natürlich doof. Okay, Gerd. Mach mal so. Warte mal. Party veranstalten. Anrufen.
Nee, Amale Sims, auch du anrufen. Gerd hat einen Schulfreund mitgebracht, Kai Bransfelder. Ja, gut. Jetzt haben wir schon so viele Leute da. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Und du musst zur Arbeit. Wir haben neben den Urlaubstag, genau. Wir gehen nicht auf Urlaub jetzt. Wo ist er denn? Ach so. Hausaufgaben hinlegen. Weißt du was? Ich lege sie dir oben hin. Aber du wirst es sowieso nicht machen. Und wo ist Gregor? Gregor ist hier irgendwo unten. Okay, dem geht es momentan nicht ganz so gut. Was machst du? Internetrecherche über Spiele. Ja, mach ruhig mal weiter. So. So, wen will ich? Du hast noch Geschwister. Genau. Haushalt einladen. So, natürlich Ella, Patricia einladen, die Sissy noch mit einladen. Die anderen will ich nicht. Nimm, bring mal deine Schwestern mit. Ich will die auch mal kennenlernen. Hört sich gut an, wir kommen gleich. Sehr schön. Johanna Spitzig, kenne ich die jetzt? Nö, ich kann sie aber mal begrüßen. Kurz plaudern. Wir gehen nicht auf Arbeit. Und Gregor hat hier oben irgendwie Spaß oder auch nicht. Ich weiß es selbst nicht so genau. Du gehst mal auf jeden Fall erstmal ins Bad und so. Tja, meine Katze Kimama ist mal wieder im Schrank ausräumen. Die nimmt die Bücher hinter mir irgendwie. Naja, so. Alle begrüßen. Kimama. Lass das. Schmeißt mir alle Bücher raus. Das ist nicht lieb. So. Habe ich schon gesagt, jetzt alle begrüßen. Alle begrüßen. Kimama. Lass die Bücher im Bücherregal stehen. Na doch. Komm lieber her. I'm sorry, aber das ist wirklich typisch meine Katze. So. So, Fahrgemeinschaft und so weiter. Habe ich dir jetzt. Oh Mann, Gerd. Alle begrüßen. Bevor die alle abhauen wieder. Oh, was sie jetzt schon gerade tun, oder? Ach Mann. Ich glaube, sie kannte ich nämlich noch nicht. Ja, Sissy. Okay. Und dann geht sie schon wieder. Ach, Menno. Ach nee, die kommt doch nochmal rein. Okay. So, du darfst nochmal mit ihr reden und plaudern. Ich glaube, du kennst sie nämlich auch noch nicht. So, ansonsten machen wir doch jetzt Party. So, machen wir einfach Party veranstalten, Geburtstagsparty und dann esse ich erstmal. Ach so, Johanna habe ich jetzt auch angeredet. Ja, mal kurz. Okay, wen lade ich ein? Gisela Neumann. Wladimir Georgia. Sophie, Veronika, Yolanda. Ich weiß gar nicht, wen ich da so einladen soll, muss ich gestehen. So viele kennst du gar nicht, die du gerne einladen möchtest. Angela, Bernd, Bob, Britney, Britney. Ach, die kennen wir auch. Erik Braun. Das ist okay. Mehr brauchen wir gerade auch nicht. So, du kannst hier mal nach einem Date vielleicht fragen. Warte mal, fragen, fragen, fragen. Es wird natürlich ein bisschen stressig gerade werden. Okay, er isst erstmal was. Und dann brauchen wir eine Torte. Eine Torte für dich. So, bitteschön. Dann machen wir das gleich. Pretty, yay! Und die Gisela Neumann ist auch da. Das ist unsere Schwester, ne? Und die Bonnie ist da. Das ist cool.
Juhu, endlich habe ich ein besseres Verständnis für Körper. Was machst du? Achso, du schwimmst da draußen, okay? Na? Yay. Okay, er kriegt ein Date. Mit Gregor sprechen und Steblos. Kann ich schon Steblos mit ihm machen? So, wertschätzen und abhängen. Ja, so. Und du gehst direkt Kerzen auspusten. So, mein Gott, jetzt muss ich mal... Ich komme von einem zum anderen heute echt nicht weiter. So, erstmal. So. Und jetzt hier hinten. Ah, jetzt geht mir das hier ins Bild rein. Das ist natürlich nicht so toll. So. Die Brille ist aber auch cool, mein Junge. Komm schon, auspusten. Es sieht dem Alexander so ähnlich. Aber es ist Gerd, Gerd Grusel, der jetzt erwachsen wird und somit sein Erbe antritt, nämlich das Erbe dieses Hauses. Er ist, wenn er nun erwachsen ist, der Erbe. Lecker, du! Was aber? Alles klar, Mensch. Oh, voll tätowiert. Okay. So, will ich jemanden weiter? Nee, will ich eigentlich nicht. Ich fühle mich großartig. Wenn ich mich mein ganzes Leben lang so gut fühle, ist einfach alles möglich. Yo, man. So, er hat ein kluges Köpfchen. Laufbahnstufe, kluges Köpfchen erlernt. Und er ist Agentenlehrling. Ich glaube, das war auch so sein... Genau, er will eine Geheimdienstkarriere. Die Spitze erreichen, also Leiter werden. Das ist ja cool. Von 15 bis 22 Uhr muss er arbeiten. Er braucht noch einen Logikpunkt. Und morgen Freitag wird dann sein erster Arbeitstag sein. Ich habe hier nur jemanden mit 2. Okay. Okay, Mama, hör mal bitte auf hinter mir. So, er isst jetzt erstmal eine Torte. Was ist denn mit Britney eigentlich? Warte mal, wo ist denn die? Da ist sie. Reden, plaudern. Die ist nämlich gar nicht hier in der Liste dabei. Meint hier irgendjemand, der hat das gerade Gerd? Was ist los? Warum hast du geheult? Komm, quatsch sie mal an. Es wäre blöd, wenn ihr zwar euch jetzt so gut versteht, weil beide habt ihr ein Haus. Dann wüsste ich gar nicht, wer ich jetzt wohin schicke und so weiter. Das wäre natürlich nicht so toll. Okay, eine 2. Gut. Ein Blind Date wäre für dich eigentlich auch nochmal ganz toll. Muss ich gestehen. So, jetzt gucke ich mal, Gerd, bei dir, was ist mit dir los momentan? Jo, hast dich befreundet mit ihr. Das ist aber, finde ich, jetzt auch nicht so toll. Oder so das großartige Teil. Du gehst jetzt erstmal essen. Und dann würde ich dich direkt erstmal ins Bett schicken. Und ich muss nochmal ganz kurz gucken. Erstes Date mit Sissy. Genau, Sissy Sims. Das heißt, das war das 10. Date. Sissy... Sie muss ich natürlich schreiben. Und Sims. So. Meine Güte. Hey Gerd, kann ich Gregor sprechen? Nee, der hat gerade keine Zeit. So. Meine Güte. Okay, mit Alexander habe ich heute mich überhaupt gar nicht beschäftigt. Was willst du denn? Du gehst mal baden. Mal baden. Achso, jetzt geht jemand anders. Dann gehe ich vielleicht hier oben mal lieber duschen. So. Okay. Er geht gleich ins Bett, glaube ich, nachdem er jetzt gegessen hat. Und Gerd
Hab ich eigentlich auch. Dich habe ich auch ins Bett geschickt. Ich werde so gerne ein Blind Date mit ihm, ne? Ach komm, bevor du schlafen gehst, wir daten. Wir holen uns... Die da draußen. Ich habe hier... Das ist, glaube ich, der einzigste... wo ich diesen Elektroschocker da habe. So, ich glaube, ich muss mich jetzt mal ganz kurz um meine Katze kümmern. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal wieder. Dann gibt es natürlich noch eine Runde hier. Und ja, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Sucky Night Out. Ciao, ciao.